Seid gegrüßt, hallo YouTube. Ich diskutiere heute mit Naitan über Cancel Culture und freien Diskurs. Meine These, ich glaube, das kann ich gleich zum Anfang schon mal erklären, ist, dass Cancel Culture den freien Diskurs bedroht, dass diese Cancel Culture vor allem von einer woken Bubble ausgeht und diese Bubble jeden, der sie kritisiert, versucht, aus dem freien Diskurs zu entfernen. Besonders gut sieht man das am großen Streamer KuchenTV, der es gewagt hat, die Streamerin Shuyoka zu kritisieren und deswegen von dieser Walking Bubble versucht wurde, von Twitch zu canceln. Oder willst du irgendwie jetzt einen Monolog halten oder willst du? Ich mache eine Einleitung. Jetzt auch mich gleich zum Beginn zu unterbrechen. Du kannst ja gleich antworten. Ja, komm, ich wollte komm nur schon Punkt. Mal mit der These starten, damit wir richtig in die Diskussion reinstarten können. Ja, besonders gut sieht man das am großen Streamer KuchenTV, der von der Walking Bubble gecancelt wurde, wo große Streamer wie Shoyoka, Tilted Floste oder andere alles dafür getan haben, dass Twitch ihn sperrt und wo Twitch dem dann letztlich nachgegeben hat. Naitan, was hältst du von dieser These? Von der These, dass KuchenTV gecancelt worden ist? Also erstmal eine Cancel Culture haben, die den freien Diskurs bedroht. Ich hatte gleich schon mal ein Beispiel genannt, damit wir einsteigen können. Cancel Culture ist so ein inhaltsleerer Begriff, das sagt mir nichts. Aber du könntest mir erstmal erklären, weil du ja die ganze Zeit von Wokisten redest, was denn eigentlich ein Wokist ist. Das wüsste ich erstmal gerne, damit ich überhaupt weiß, worüber ich mit dir rede. Weil du sagst ja, ich wäre ein Wokist. Und ich denke mir immer so, was soll das sein, ein Wokist? Also, was ist das? Wokismus beschreibt ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Erstmal teilst du die Welt in Täter- und Opfergruppen, also du hast so eine Opferpyramide, wo du sogenannte marginalisierte Gruppen, was auch immer das sein soll, hast, die das moralische Recht haben, mehr im Diskurs vorzukommen, mehr gefördert zu werden, das Recht auf Quoten haben oder die Repräsentation haben oder die nur in ihrem Namen sprechen dürfen. Und zum anderen teilst du die Welt in Gut und Böse, jeder, der auf der Seite deiner Woken-Ideologie ist, jeder, der sich da als Verbündeter anbietet, der gehört zu den Guten und jeder, der diese Woken-Ideologie ablehnt. Und zwar egal, ob er zu einer dieser Opfergruppen gehört, also diese Gut-Böse-Teilung, die ist noch wichtiger als die Opfergruppenteilung tatsächlich. Der muss bekämpft werden, der gehört aus dem Diskurs ausgeschlossen. Okay, also Gut-Böse-Teilung, also okay, erstmal setzen Wokisten sich für Opfergruppen ein. Okay, da kann ich mitgehen, das tue ich. Ich setze mich für Opfergruppen ein. Ich setze mich dafür, dass die dafür, dass die gehört werden. Aber was meinst du mit Gut und Böse? Also, und vor allen Dingen, wie kommst du drauf, dass irgendwie alles, was abweicht, gecancelt wird? Wie gesagt, ich hatte das Beispiel KuchenTV genannt. Man könnte auch Nemesis nehmen, man könnte jetzt auch auf die größere Ebene gehen. Aber wie gesagt, ja, was ist denn jetzt gut, was ist denn jetzt böse? Ja, wie gesagt, die Wokisten, die haben bestimmte Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, bestimmte Leute, von denen sie meinen, dass die sich nur noch äußern dürfen und bestimmte Leute, die aus dem Diskurs ausgeschlossen werden sollen. Beispielsweise okay, ein wer? KuchenTV. Beispielsweise ein KuchenTV oder ein Jay also Riddle zu dem Thema oder ein Nemesis. Da habe ich mich zu allen drei noch nie geäußert. Wieso bin ich jetzt ein Wokist? Aber Shoyoka, die gehört ja zu dieser Walking Bubble. Ja, aber du sagst ja, dass ich ein Wokist bin. Du redest ja mit mir. Wieso bin ich ein Wokist? Weil du dieses identitäre Politikkonzept verfolgst und weil du dich gegenüber anderen Leuten, die jetzt etwas unbedeutender sind, auch so verhältst. Nehmen wir als Beispiel Erwin oder Imp oder... Ja, wie habe ich die denn jetzt in gecancelt? Du hast Erwin als Rechtspopulisten verleumdet? Ja. Ne, er ist ja einer. Nur du übrigens auch. Aber das kann ich ja auch begründen. Ja, okay, dann begründen wir mal. Warum ist Erwin ein Rechtspopulist? Naja, weil er die ganze Zeit rechte Talking Points bedient. Ne? Er ist gegen Migration, er ist für Abschiebungen, er ist gegen Veganismus, er ist gegen, er sagt, wenn ich jetzt meine Meinung zu Transmenschen auf Twitch sagen würde, würde ich hier wahrscheinlich gebannt werden. Er ist die ganze Zeit gegen Allies am Prügeln, ist gegen Leute am Prügeln, die irgendwie versuchen, das, was du am Anfang gesagt hast, marginalisierte Gruppen sichtbar zu machen, denen zu helfen und so weiter, und geht die ganze Zeit gegen die, benutzt den Antikapitalismus eigentlich nur auf die Art und Weise, damit er damit rechte Talking Points legitimiert. Also er sagt dann sowas wie, ja, also die gibt Konzerne und die machen sich Pride-Flaggen in ihre Logos und deswegen ist diese ganze LGBTQ-Bewegung eben kapitalistisch und die verdienen damit Geld, die Kapitalisten, und deswegen ist das irgendwie was Schlechtes. So. Und Erwin ist ein Rechtspopulist, was folgt daraus? Wie, was folgt daraus? Es folgt daraus, dass du ihn jetzt als Rechtspopulist bezeichnest. Was folgt daraus? Was soll daraus folgen? Was redest du?
Ja, warum bezeichnest du ihn als Rechtspopulisten? Was ist dein Ziel dessen? Ja, offensichtlich nicht. Er setzt sich für Umverteilung von unten nach oben ein. Das ist eindeutige linke Position. Aber wie gesagt, immer von dieser Deskription. Das ist nur ein Feigenblatt dafür, genau über die auch. Das unterstellst du ihm jetzt. Du unterstellst ihm niedere Motive. Nee, also weil das kann man einfach sehen, wenn man sich seine Inhalte anguckt. Ne? Das ist so. Ich hätte es ja auch belegt, aber er wollte ja keinen Talk mit mir. Jedenfalls keinen mit Vorbereitung. Doch, er hat einen Talk mit dir gehabt und der bestand daraus, dass du irgendwelche moralischen Anklagen vorgelesen hast. Was bezweckst du damit? Nein, ich habe ihn dem konfrontiert, was er gesagt hat. Ja, du hast irgendwelche moralischen Anklagen vorgelesen. Nein, ich habe ihn dem konfrontiert, was er gesagt hat und das haben wir ausdiskutiert. Nein, du hast versucht zu belegen, dass er irgendein moralisch böse konnotiertes Wort ist. Das ist doch genau diese gut-böse Dichotomie, die ich... Nee, in dem Talk habe ich gesagt, dass er ein Linker ist. Das habe ich auch davor gesagt und das habe ich auch nach dem Talk gesagt. Er ist ein Linker, der teilweise komische Ansichten hat. So, das ist genau das gewesen, was ich vorher gesagt habe. Ich bin maximal Good Faith an Erwin rangegangen und im Nachhinein habe ich erst festgestellt, dass ich da zu gutmütig gewesen bin und dass ich da einfach ein paar Dinge einfach zu blind gewesen bin. Und im Nachgang ist mir dann klar geworden, nein, Fakt, er ist einfach wirklich ein Rechtspopulist. Ich kann nicht anders, als ihn so zu bezeichnen, weil einer ist. So, und du auch. So, also, und jetzt sag mir mal bitte, was denn jetzt irgendwie das Gut und das Böse ist, was die Wokisten jetzt, was ist denn für die Wokisten das Böse? Beispielsweise rechts. Das benutzen sie nicht als deskriptiven Begriff, sondern als moralischen Begriff zur Abwertung ihrer Gegner. Und Siff-Bubble. Okay, das kannst du mir mal definieren. Was ist denn die Siff-Bubble? Von der sprichst du ja andauernd. Aber wenn du auch die ganze Zeit von Wokisten redest, dann musst du auch damit fein sein, dass wir dann irgendwie auch einen Begriff für euch finden, die ganze Zeit von Wokisten reden, oder? Also jeder, der das Wort Wokies oder Wokisten oder Woke oder was auch immer verwendet, der ist Teil der Siff-Bubble. Nee, also Siff-Bubble, das ist so, keine Ahnung, das ist so ein lose Konglomerat von Leuten, die aber alle auch so ein bisschen unterschiedlich sind und auf unterschiedlichen Ebenen gegen links arbeiten, die ja eben antifeministisch sind, viele von denen, die sind... die versuchen sich gegen LGBTQ zu positionieren, die versuchen sich gegen Migration zu positionieren, bedienen rechte Talking Points, sind gegen zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter und so fort, arbeiten immer wieder der AfD zu, ne? Also all das, was du tust zum Beispiel. Wo arbeite ich denn der AfD zu? Soll ich das jetzt belegen, weil dann schummel ich ja wieder, oder? Ja, du sollst bitte mal ein Beispiel nennen. Du unterstellst dir gerade jede Menge Sachen und ja, du versuchst das nur in Beispielen zu zeigen. Du nennst keine allgemeine Definition. Welche politischen Einstellungen sorgen dafür, dass jemand zur Siff-Bubble gehört? Also zum Beispiel, wenn du sagst, dass du dir für den Osten Deutschlands eine Minderheitsregierung wünschst, dass die AfD da in die Regierung kommt, von BSW geduldet. Also daher, dass ich eine Äquidistanz zwischen der Haltung des BSW zu bestimmten Parteien fordere, das macht einem zu... Nein, du, es geht dabei darum, dass du gesagt... Dass man strategische Vorschläge für die Zusammenarbeit im Parlament hat, das ist doch absurd. Das ist doch keine Einordnung zu irgendeiner Bubble. Nein, du wolltest ja wissen, einen Beleg dafür, dass du der AfD zuarbeitest. Und wenn du sagst, dass es nur zwei wählbare Parteien in Deutschland gibt, die AfD und BSW... Nein, das habe ich nicht alles gesagt. Alles andere ist... Ja, nein, doch, das habe ich. Nein, du unterstellst mir das. Das habe ich nicht gesagt. Du denkst dir gerade Schwachsinn aus. Okay, du hast gesagt, es gibt nur zwei Alternativen zum Mainstream und das ist die AfD und auf der rechten Seite und das ist BSW auf der linken Seite. Und dann hast du gesagt, dass du dir für den Osten wünschst, dass da eine Minderheitsregierung der AfD stattfindet mit Duldung von BSW. Ehrlich, bist du intellektuell nicht in der Lage, mir zuzuhören? Oder wieso unterstellst du mir hier sowas? Ich habe gesagt, wenn es strategisch... Das kann ich ja belegen, dass du das gesagt hast. Nein, du kannst es nicht belegen. Ich habe nicht gesagt, ich wünsche mir, dass die AfD gewählt wird. Ich habe gesagt, wenn es strategisch die Möglichkeit gibt, mit der AfD zu kooperieren, in Form von einer Minderheitsregierung, dann sollte man nicht mit der AfD in eine Koalition gehen, sondern dann sollte man die AfD und die anderen Parteien strategisch günstig gegeneinander ausspielen, um für sich selbst das beste Ergebnis rauszuholen und am meisten seine eigenen politischen Inhalte durchzukriegen. Das ist eine strategische Frage innerhalb unseres Lagers. Und was ist jetzt dein Problem daran, wenn ich so etwas sage? Okay. Soll ich es abspielen? Nein, du sollst es nicht abspielen. Du sollst sagen, was dein Problem daran ist.
Weil du sollst ja sagen, was dein Problem ist. Also ich kann es ja einfach abspielen, wenn du möchtest. Nee, du sollst sagen, was dein Problem daran ist. Okay, dann warum? Okay, ja, so, weil du lügst. Ich habe dir gerade erklärt, was ich damit meine. Nein, du hast ja gesagt. Nein, das ist ja nicht das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, willst du mir jetzt einfach mir die ganze Zeit reinlabern? Ist das jetzt deine Strategie? Ja, oder? Hör auf, mir irgendwas zu unterstellen. Ja, ist keine Unterstellung. Das ist das, was du gesagt hast. Du möchtest eine Minderheitsregierung der AfD im Osten, die von BSW geduldet wird. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass du Höcke sympathisch findest. Du hast gesagt, dass du Höcke für einen vernünftigen Strategen hältst und dass du ihn für gemäßigt hältst und dass er... Nochmal, warum trägst du jetzt hier aus dem Zusammenhang gerissene Zitate vor? Was ist der Zweck all dessen? Du hast doch gesagt, ich habe dir gesagt, dass du der AfD zuarbeitest. Was ist der Zweck? Du sollst mir sagen, was bezweckst du damit? Du willst offensichtlich mich moralisch abwerten. Du willst mich offensichtlich aus dem Diskurs ausschließen. Das ist dein Ziel. Du willst zeigen, dass ich moralisch auf der schlechten Seite stehe. Das Sag, wenn du fertig bist mit Schreien, bitte. Du sollst sagen, was du hier gerade, warum du das, was du hier gerade vertrittst, sagst. Ist fertig? Gut. Du hast gesagt, dass ich dir belegen soll, dass du der AfD zuarbeitest. So, und das tue ich jetzt. Also das war ja das, was du von mir wolltest. Und das mache ich gerade. Dass ich das belegen soll. Habe ich jetzt gerade gemacht. Ja, und was bezweckst du jetzt damit? Also, wie gesagt, ich arbeite der AfD nicht zu, belegen, natürlich. Das mache ich nicht, das hast du eben nicht belegt. Na doch. Nein. Und du willst nicht, dass ich es abspiele. Wenn du jetzt da irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang reißt. Ich habe zig lange Diskussionen, die kann sich auf meinem Kanal jeder ansehen. Ich beschäftige mich dort mit der AfD, mit Libertären, mit Kommunisten. Ich kritisiere jeden sachlich und inhaltlich. Kann sich jeder anschauen. Du thematisierst auf deinem Kanal Imp und Erwin. Du schießt also gegen die linke Twitch-Blase. Also das kann sich ja jeder selber anschauen, was wir auf unseren Kanälen haben. Aber kehren wir nochmal zu der ursprünglichen These zurück, von der du schon wieder abgelenkt hast. Was meinst du denn damit, dass Höcke einen guten strategischen Blick hat? Ja, dass er aus der Sicht seines Lagers offensichtlich die richtigen strategischen Entscheidungen trifft. Okay. Was meinst du damit, dass er sympathisch ist? Keine Ahnung, was du da jetzt aus dem Zusammenhang gerissen hast. Aus wessen Sicht sympathisch? Jemand, ein Fascho, mit dem du geredet hast, sagt... Was? Real Talk ist das? Ist ein Fascho? Das beleg mal bitte. Sagt, dass... Moment, war das? Ich kann Höcke, dir sagen, ja, wie das dass du Höcke ja für... Also, ne, als Fazit aus dem, was ihr über Höcke geredet habt, findet er das gut, dass du Höcke für einen gemäßigten und besseren und oder auch sympathischeren AfDler hält? Daraufhin sagst du ja, inhaltlich. Ja, da ging es. Und jetzt frage ich dich, was meinst du damit? Die Wirtschaftspolitik. Da ist Höcke ja offensichtlich nicht so rechts oder nicht so neoliberal, nenn es wie du willst, wie eine Alice Weidel. Da ging es um wirtschaftspolitische Einstellungen. Nee, du hast da auch die ganze Zeit über Zuwanderung geredet und dass du eben gegen Zuwanderung bist. Und du hast vorher davon geredet, dass du dir wünschst, dass die Europäische Union ihre Wirtschaftsmacht einsetzt, um die Grenzen in Syrien dicht zu machen, um da eben die Flüchtlingsströme zu verhindern. Ich habe gesagt, dass ich mich dafür einsetze. Weil wenn die nämlich einmal in Europa sind, dann ist es zu spät. Das war deine Aussage. Ja, das stimmt ja auch. Also wenn die Flüchtlinge noch in ihrem Heimatland sind, dann kann man sich dafür einsetzen, dass sich dort die wirtschaftlichen Verhältnisse bessern. In Syrien, das wissen viele nicht, in Syrien, da hat der Westen islamistische Banden hochgerüstet, um die international anerkannte syrische Regierung zu stürzen. Und doch, darum ging es. Darum ging es doch. Ich habe den ganzen Talk gesehen, darum ging es nicht. Doch, darum ging es selbstverständlich, dann hast du offensichtlich nicht zugehört. Ja, doch, also auf jeden Fall, der Westen hat dort islamistische Terroristen hochgerüstet, um die international anerkannte syrische Regierung zu stürzen. Und da wurden zusätzlich noch Sanktionen erlassen, die den Wiederaufbau der syrischen Wirtschaft verhindern. Und nun setzt sich beispielsweise das BSW, doch, das war mein Punkt, für die Aufhebung eben dieser Sanktionen ein und dafür, dass die Flüchtlinge in ihrem... abspielen. Das war nicht dein Punkt. Bring doch mal inhaltliche Argumente. Ja, mach ich doch. Du suchst irgendwelche aus dem Kontext gerissene Zitate, um mir was zu unterstellen, was ich so nie gesagt habe. Och. Nein.
Ich werde übrigens für YouTube, ne, ich werde das Dokument mit den ganzen Timestamps, wo er genau das gesagt hat, was ich sage, was er gesagt hat. Habe ich nicht. Unter das Video packen und dann kann das jeder nachschauen, weil genau das hast du gesagt. Ja, aber du hast noch was anderes behauptet. Du hast Real Talk ist das als Fischer beleidigt. Gründe das doch mal. Naja, also weil er zum Beispiel Deutsche abschieben möchte, wo du auch gesagt hast, dass das ja deswegen schwierig ist, weil wo soll man denn da die Abgrenzung machen? Wo er dann gesagt hat, ja, also Deutsche abschieben wäre schon gut, wenn die kriminell sind, weil so, und dann hast du gesagt, ja, das, aber das Problem ist damit, wo machst du denn dann jetzt die Grenze? Dann gibt es ja irgendwie Slippery Slope. Was machst du, ab wie vielen Jahren Deutsch kann man die denn abschieben und so? Und das war dein Problem damit. Nicht, dass das allgemein vielleicht Nazi-Take ist, sondern das war das Problem, was du damit hattest. Also das macht in deiner Meinung nach oder die Nazis. Du weißt schon, was die Nazis wollten. Die wollten einen Eroberungskrieg in Osteuropa durchführen, dort die slawische und jüdische Bevölkerung ausrotten und Lebensraum für Deutschland bis zum Ural erobern. Das wollten die Nazis. Und damit vergleichst du gerade Real Talk ist das. Ja, wenn der Deutsche abschieben möchte, wenn der Frauen wieder an Herdketten möchte. Der will Frauen an Herdketten. Ja, er sagt, dass Frauen in Arbeit zu bringen war ein Fehler und so. Und da hast du auch gar nicht widersprochen. Du hast auch gesagt, in dem Talk hast du auch gesagt, dass seitdem es Gleichberechtigung gibt für Frauen, feministische Proteste unnötig seien. Ja, ich finde den modernen. Ihr habt euch eigentlich sehr gut verstanden, ihr beiden, muss ich sagen. Ja, weil er einem nicht irgendwelche Zitate aus dem Kontext gerissen hat. Nein, das ist nicht aus dem Kontext. Wie gesagt, ich verlinke das alles hier drunter, unter dem Video. Kann sich jeder angucken. Kein Kontext wurde hier aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe den ganzen Talk mit Real Talk ist das auf meinem Zweitkanal. Kann sich jeder angucken. Den habe ich mir angeguckt. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, das ist ja ein Rechtspopulist. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also soll man mit Leuten, die Real Talk ist das, deiner Meinung nach nicht reden? Man kann den reden, wenn man den inhaltlich gegen, was da entgegensetzt. Ja. Du hast aber ja gar, nö, hast du überhaupt nicht. Doch, ich habe für direkte Demokratie argumentiert, ich habe für eine linke Wirtschaftspolitik argumentiert, ich habe dafür argumentiert, dass man sich für die friedliche Lösung von Konflikten in anderen Ländern entwickelt. War ja deiner Meinung, was linke Wirtschaftspolitik angeht. Ja, ihr wart nicht ja alle, die ganze das waren Zeit, drei. Ihr wart, ja so, ihr wart ja so gut wie die ganze Zeit einer Meinung. Waren wir nicht. Hat er dich zum Beispiel gefragt, was findest du eigentlich schlimmer, die FDP oder die AfD? Und dann hast du halt gesagt, die FDP. Und dass du die FDP sogar noch schlimmer findest als die Grünen. Ja. 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 Also haben alle drei, diese drei Parteien, haben eine riesige Aufrüstung geschlossen. Aber das ist doch eine merkwürdige Positionierung. Dass Deutschland in Zukunft 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Aufrüstung ausgibt. Das ist nur eine katastrophale, kriegstreiberische Politik. Das ist aber noch eine merkwürdige Positionierung für den Linken, zu sagen, es gibt so die AfD, aber dann gibt es die Grünen und dann noch die FDP. Und die Grünen und die FDP sind schlimmer als die AfD. Was geht dich, meine Positionierung, zu anderen politischen Lagern an? Du bist in einem anderen politischen Lager. Du hast meine politischen Lager nicht vorzuschreiben. Definitiv bin ich in einem anderen politischen Lager, mein Freund. Und da bin ich auch sehr froh drum, tatsächlich. Ja, ich auch. Ja, reden wir doch mal weiter über die Cancel Culture. Wie gesagt, du hast gesagt, man soll mit jemandem wie Real Talk ist das reden. Und ihn als Fasche und Nazi verleumdet. Also, wieso verleumden? Ich meine, er macht ja die... Nochmal, will er eine Führerdiktatur? Will einen Eroberungskrieg in Osteuropa? Also er redet davon, dass er die parlamentarische Demokratie abschaffen möchte. Er redet davon, dass er Deutsche abschieben möchte. Er redet davon, wie gesagt, Frauen sollten nicht in Arbeit und so. Das macht die Familien kaputt und so weiter und so fort. Also das ist ja der komplette Fascho-Talk, der da abgefeuert wird. Erstmal hat er nicht gesagt, dass er die parlamentarische Demokratie abschaffen will. Doch, er hat gesagt, er will einer von den drei. Er will das wie in Amerika haben. Ne? Und das dann hat er sich dann hergeleitet, dass er dann AfDler Präsident wird. Und da hast du irgendwie auch nichts dagegen. Wie in Amerika oder Frankreich? Also in Frankreich haben die ja auch eine Präsidialdemokratie. Da ist ja auch nicht das Land zusammengebrochen. Das ist ja jetzt erstmal kein problematischer Take, dass du politisches System wie in Frankreich willst. Ja, also man kann sich den Talk ja angucken, so letzten Endes ist er die ganze Zeit, wie gesagt, er ist komplett gegen Feminismus, da stimmst du ihm auch vollkommen zu. Er ist dafür, Frauenrechte wieder zurückzudrehen, er ist dafür, Deutsche abzuschieben. Was willst du mehr? Was brauchst du noch zum Fascho?
Erstmal hast du ihn gerade als Nazi beleidigt. Wie gesagt, nee, hab ich nicht, will er alle Slaven ausrotten, um dort einen Lebensraum fürs deutsche Volk zu haben? Will er eine Führerdiktatur? Will er einen deutschen Großraum, in dem keine Migration, keine Immigration, keine Investition von außen irgendwie möglich ist? Mit einem deutschen Führer an der Spitze. Will er all das? Okay, also wenn jemand, Nazi ist er erst, wenn er sagt, ich will ganz Europa erobern. Ja, das sind historische Aber warum bist Nazis. Warum bist du dann eigentlich so ein Fan von Höcke? Weil der ist ja. Ich bin kein Fan von Höcke. Sag mal, warum unterstellst du mir so einen Schwachsinn? Was bezweckst du jetzt damit? Jetzt verarsch mich also, doch nicht. Wenn du mir unterstellst, ich wäre ein Fan von Höcke, was ich offensichtlich nicht bin. Naja, aber du sagst. Warum unterstellst du mir das? Offensichtlich, um mich moralisch abzuwerten. Nein, ich nehme einfach nur das, was natürlich. Du gesagt hast. Jetzt leugne das doch nicht. Wenn du sagst, dass der irgendwie ein sympathischer AfDler ist und dass das einer von den Guten in der AfD ist. Sympathischerer als die Neoliberalen. Dass es ja auch vernünftige Leute in der AfD gibt, wie zum Beispiel Björn Höcke. Vernünftiger als die Neoliberalen. Das wird es im Kontext in dem Gespräch auch ziemlich klar. Kannst du dir angucken. Du auch zustimmst, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Ja, das hat die Bundesregierung in ihrem Reichtums- und Armutsbericht bestätigt, dass die untere Hälfte der Bevölkerung fast keinen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung in unserem Land hat. Und dann eben auch die ganze Zeit, ne, zum Beispiel sagst du, ja, wenn jetzt zum Beispiel es Bestrebungen gibt, die Grundrechte wegzunehmen, dann ist das faschistisch, ne? Wenn man ihm irgendwie, weil er offensichtlich ein Faschist ist, ihm irgendwie das Wahlrecht wegnehmen möchte oder sonst irgendwas. Sollte man ihm die Grundrechte wegnehmen? Das ist eine andere Diskussion, aber die Frage ist, warum gehst du denn hin und sagst, das darf man nicht machen, das wäre faschistisch, einem Faschisten die Grundrechte wegzunehmen. Ja, weil das ein faschistisches Staatsverständnis ist, den Staat zwischen Freund und Feind. Warum wünschst du dir eine Minderheitsregierung der AfD im Osten als Linker? Das ist Karl Schmidts grundsätzliche Kritik am Liberalismus gewesen. Dass ein Staat zwischen seinen Freunden und seinen Feinden unterscheiden soll. Die Feinde, die haben dann keine Grundrechte mehr, die sollen dann auch nicht am politischen Prozess teilnehmen, nur noch die Freunde des Staates in diesem Sinne sollen das. Kannst mal der Führerschütz das Recht lesen? Das ist ein relativ kurzer Aufsatz. Wo Karl Schmidt das relativ knapp. Du kannst auch nie zweimal in den gleichen Schluss lesen. Ne? Leute, die Grundrechte wegzunehmen. Du kannst auch zweimal in denselben Fluss lesen. Dann wüsstest du, was faschistisches Gedankengut ist. Hm? Und dann so jemanden als vernünftigen, sympathischen Strategen zu bezeichnen, ist halt schon ein bisschen sehr merkwürdig für den Linken. Warum machst du das? Du machst das offensichtlich, um mich moralisch herabzuwerten. Deswegen Nein, das du machst du selber, wenn du das sagst. Aus dem Kontext und unterstellst mir Sachen, die ich nicht gesagt habe. Alles hier unten verlinkt, da unten könnt ihr euch angucken. Nein, du reißt dir Sachen aus dem Kontext und unterstellst mir Sachen, die ich nicht gesagt habe. Aber zurück zu unserem, aus dem Kontext gerissen, zurück zu unserem ursprünglichen Thema, von dem du gerade abzulenken versuchst. Eigentlich so. Auf Twitch werden Leute gebannt, die dieser Woken-Ideologie kritisch gegenüberstehen. Beispielsweise. Ja, aber du bist ja auch für Cancel Culture. Also du bist ja der extremste Cancel Culture-Vertreter. Also wenn es das jetzt ist. Jetzt hör auf, ne? Abzulenken. Das ist Wenn du sagst, zum Beispiel Cancel Culture ist jetzt jemanden von einer Plattform zu entfernen oder jemanden aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen, bist du ja der größte Vertreter der Cancel Culture tatsächlich. Also jetzt hör auf, abzulenken. Ich war gerade bei dem Fall KuchenTV, der von der Walking Bubble von Twitch gecancelt wurde. Du weißt schon, dass der hier gebannt ist und nicht über den ich reden darf, weil das gegen die Terms of Service ist. Hast du vielleicht ein anderes Beispiel? Nee, habe ich nicht. Du kannst ja deinen Stream ausmachen. In meinem können wir gerne über ihn reden. Ja, wenn du das riskieren kannst, dass du gebannt wirst, dann bitte sehr, aber ich nicht. Ich möchte es riskieren. Du willst einen kapitalistischen Großkonzern darüber entscheiden lassen, über wen man reden darf und worüber nicht. Das ist Ich bin finanziell auf meinen Stream angewiesen. Ich sitze da nicht mit 40 Zuschauern wie du. Und deswegen werde ich mich jetzt hier nicht hinsetzen und über gebannte Leute reden und riskieren, hier gebannt zu werden auf der Plattform, weil das gegen die Terms of Service ist. Du hast doch sicherlich bessere Beispiele, andere Beispiele. Herr Schuljuk hat auch versucht, Jay Riddle zu canceln. Ja, und was ist jetzt? Also ich habe mit Jay Riddle ein Gesprächsangebot gemacht. Mehr habe ich mit dem nicht gemacht. Er wollte aber nicht. Ja, das heißt du, es geht doch hier nicht um dich. Es geht um diese grundsätzliche Gesellschaft. Ja, aber ich bin doch so ein Wokist. Was? Ich bin doch angeblich so ein Wokist. Wenn du mir jetzt sagst, irgendwie Jay Riddle, ich habe mit Jay Riddle gesagt, dass Jay Riddle guten Humor hat. Ich habe gesagt, dass Jay Riddle halt wirklich eigentlich jemand ist, der politisch sehr ungebildet ist und dem man irgendwie vielleicht auf die Beine helfen könnte, weil er eigentlich wirklich ganz witzige Videos macht, aber sich leider an dieser Mobbing-Kampagne beteiligt. So, ja, und Kritik an Shoyokas Mobbing? Das ist ja keine Kritik, die da stattfindet. Sollte man Leute, die Shoyoka kritisieren, bannen? Nein, Kritik ist ja in Ordnung, aber wenn man sich über Leute lustig macht und feministisch
antifeministisch über die herhetzt und wenn man irgendwie versucht, Leute unmöglich zu machen und lächerlich zu machen und so weiter, dann ist das halt keine Kritik mehr. Das ist keine Kritik. Vor allen Dingen, wenn man das mit einer großen Gruppe an reichweitenstarken StreamerInnen macht und dann auch noch hunderte Videos released zu dem ganzen Thema und dann also offensichtlich damit nicht aufhören möchte und sogar offen sagt, es geht mir nur darum, Geld damit zu verdienen und so weiter. Das ist schon Mobbing, ja. Wenn dann sogar es in Richtung Doxing geht und so weiter, klar ist das Mobbing. Yeah. Das heißt, Leute, die dieses Mobbing betreiben, die sollten deiner Meinung nach gesperrt werden. Dazu habe ich überhaupt nichts, also ne, so wie gesagt, zu KuchenTV sage ich nichts und ich habe mich auch mit dem ganzen Themenkomplex nicht großartig beschäftigt, ehrlich gesagt. Solche Leute. Weil dieser ganze Drama-Content, den du jetzt zum Beispiel machst, der interessiert mich relativ wenig. Ne? Also ich habe mich damit nicht besonders intensiv beschäftigt. Nee, also ich müsste jetzt meiner Meinung nach falsch, jemanden wie KuchenTV zu bannen. Ich sag nichts zu KuchenTV. Wie gesagt, das ist du kannst es jetzt noch tausendmal das Thema anbringen, wenn das so das Einzige ist, was du hast, aber der ist gebannt von der Plattform. Das ist das Thema unseres Gesprächs. Wir wollten über Cancel Culture und freien Aber dann hast du doch bestimmt, es gibt doch, wenn das einzige Beispiel ist, dann ist das schon ein bisschen weak, ne? Also. Ja, guck dir die vor allen Dingen habe ich ja jetzt zum Beispiel damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe mit dem Thema gar nichts zu tun. Es ist nicht Thema auf meinem Kanal. Ich habe mich noch nie dazu geäußert und gut, jetzt sitze ich hier und du sagst, ich bin ein Wukist. Nimm mal ein anderes, wie gesagt, dein Politikverständnis. Du versuchst, anderen nachzuweisen, dass sie gegen irgendwelche von dir definierten identitären Opfergruppen wären. Du versuchst, anderen nachzuweisen, dass sie in der Nähe der AfD stehen würden. Also diese gut-böse Dichotomie, das ist doch ein eindeutiges Merkmal. Du hast von mir verlangt, es nachzuweisen, dann habe ich es nachgewiesen und dann hast du rumgeschrien. Nein, ich stehe ja nicht in der Nähe, weil ich von meinem politischen Lager eine Positionierung fordere, stehe ich laut dir in einem Lager mit der AfD. Nö, du stehst in einem Lager mit der AfD, weil du dir wünschst, dass die AfD regiert. Nein, bist du zu blöd, um zuzuhören? Und das hast du gesagt. Du hast gesagt, dass es da eine Minderheitsregierung geben sollte, von der AfD geleitet, von BSW geduldet. Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse so ergeben, sollte sich BSW so verhalten. Also was verstehst du? Bist du intellektuell nicht in der Lage, um Wenn-Dann-Aussagen zu verstehen? Das ist das, was du gesagt hast. Und das ist sehr einfach zu verstehen. Gehen wir mal auf ein anderes Thema. Also die Wokisten, die haben auch so eine quasi religiöse Begeisterung für dieses Trans-Thema. Da werden einfachste Aussagen wie, es gibt nur zwei Geschlechter, mit wirklich übelster Art und Weise angegriffen. Dekal Dent, ich meine, das solltest du mitbekommen haben, der hat den YouTuber Sinans Woche dafür übelst angegriffen und als Transfeind, als Schimmel und als Zitat widerlichen Hurensohn beleidigt. Was hältst du davon? Warum redest du jetzt die ganze Zeit darüber, was irgendwelche anderen Leute gemacht haben? Du redest doch mit mir. Weil das gute Beispiele für Cancel Culture sind. Wir reden hier nicht über mich oder dich, sondern über allgemeine Phänomene auf Twitch und wie relevant sie sind. Ah ja. Okay. Wenn man transfeindliche Scheiße veräußert, dann bin ich damit auch einverstanden, dass man die Leute beleidigt. Ja, absolut. Und Sinan hat transfeindliche Scheiße geäußert. Also ja, soweit ich weiß, ne? Also habe ich mir jetzt nichts so vor, weil ich ja mit dir rede, aber Sinan hat transfeindlich Scheiße geäußert, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Was ist denn beispielsweise transfeindlich? Na, transfeindlich ist zum Beispiel, du sagst ja auch zum Beispiel J.K. Rowling wäre nicht transfeindlich, darüber könnten wir zum Beispiel mal reden. J.K. Rowling sagt zum Beispiel, dass Transfrauen keine Frauen sind. Sind sie ja biologisch auch nicht. Doch. Und sie hat noch nicht mal was von biologisch gesagt, sondern nur, Transfrauen sind keine Frauen. Was ist daran falsch? Das ist ja auch das, was Sinan gesagt hat. Ja, das ist halt transfeindlich. Inwieweit ist das transfeindlich? Ja, weil Transfrauen natürlich Frauen sind. Und wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, du bist kein Mann, sondern du bist irgendwie ein Weib, dann spreche ich ja deine Existenz ab. Also dann tue ich ja so, als gäbe es dich so, wie du dich selbst siehst, nicht. Und wenn ich jetzt zu einer Frau hingehe und sage, du bist keine Frau, dann mache ich das Gleiche und dann ist das eben transfeindlich in dem Moment. Wenn du biologische Fakten aussprichst, dann bist du transfeindlich. Was denn für biologische Fakten? Dass Transfrauen biologisch gesehen keine Frauen sind, also das, was Sinan gesagt hat. Warum? Weil sie halt keine Eierstöcke haben, wie Frauen beispielsweise. Gibt auch Frauen, die haben keine Eierstöcke. Sind die dann auch keine echten Frauen? Weil sie nicht...
Du gehst hier jetzt von Sonderfällen, die von der Norm abweichen, aus und willst damit jetzt die offiziell gängige Definition. Das heißt Sonderfälle, du pickst die Eierstöcke raus. Das ist ein Sonderfall, den du aufgemacht hast. Das sind die weiblichen Geschlechtsorgane. Jetzt fangen wir nicht mit diesem quasi religiösen Streit hier schon wieder an. Es geht nicht da, also wie gesagt, das ist eine Frage, über die diskutieren Biologen. Du fragst mich danach. Wieso fange ich denn jetzt damit an? Ja, aber du verleumdest Leute als transfeindlich, die etwas anderes sagen als du. Das ist doch ein harter Angriff. Nö. Ich sag einfach nur, dass wenn du sagst, Transfrauen sind keine Frau, ist das transfeindlich und ziemlich menschenverachtend, ja. Weil es einfach Frauen sind. So fertig aus. Das ist ein scheiß Problem damit. Was heißt Problem? Was ist euer Problem damit, dass ihr Leute als transfeindlich verleumdet, die das offensichtlich nicht sind? Ja, wenn du sagst, dass Transfrauen nicht existieren, dann bist du transfeindlich, ja. Was heißt nicht existieren? Ja, wenn du sagst, es sind keine Frauen. Hier sind sie ja. Tust, dann, sagst du ja dass es, nicht. Dann sagst du ja, dass, es keine, das dass sie nicht existieren. Das ist eine Tatsache. Nee, ist keine Tatsache. Wieso ist denn jetzt eine Transfrau biologisch keine Frau? Warum? Wegen den Eierstöcken oder was? Den Eierstöcken, XX-Chromosomen, weil Frauen nun mal das Geschlecht sind, was biologisch dazu gemacht ist, um Kinder zur Welt zu bringen. Und ja, es gibt Frauen, die haben körperliche Behinderung, die haben Fehler im Erbgut, was dafür sorgt, dass sie eventuell keine Kinder zur Welt bringen können. Aber also Frauen sind dafür da, Kinder in die Welt zu bringen, oder wie? Also bist du doch auf der Seite von dem kleinen Fascho da. Welchem Fascho denn? Na, der gesagt hat, dass Frauen recht zurückgeschraubt werden sollten, ne? Dass das falsch war, Frauen in Arbeit zu bringen und so. Also du Frauen nimmst Wahlrecht jetzt zu geben. Biologische Definition und behauptest, dass Leute, die diese biologischen Definitionen anwenden, Faschos seien. Nein, das habe ich nicht behauptet. Offensichtlich schon. Nein, ich habe Fascho habe ich in dem Zusammenhang, musst mir schon zuhören, ne? Also Fascho habe ich schon in dem Zusammenhang gesagt, dass. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, Deutsche abschieben und wenn sich jemand hinstellt und sagt, Frauen sollten wieder zurück an Herd und Frauen sollten nicht wählen und so weiter. Das hat er nicht gesagt. Ah, das mit dem Wählen hat er nur angedeutet, fairerweise. Aber das mit dem. Er hat es angedeutet, also er hat es nicht gesagt und du unterstellst es ihm. Dass Frauen in Arbeit zu bringen, den Familien geschadet hat, das hat er schon gesagt. Outlaw ist gefragt, gerade in meinem Chat, er kann sich ja melden. Outlaw, hast du gesagt, soll Frauen das Wahlrecht weggenommen werden? Du kannst dich ja mal kurz melden und sagen, ob du der Meinung bist, oder sollen sie allgemein weniger Rechte als Männer bekommen? Du kannst ja mal in meinen Chat schreiben. Ah ja, das ist natürlich jetzt sehr aussagekräftig, wenn er jetzt dazu was sagt. Ach so, also kann er nicht für sich selbst. Du kannst ihn ja mal zu einer Debatte einladen. Nee, ich habe keinen Bock mit Faschos zu reden. Aber der hat. Warum ist der das hat, ein Fascho? Wie gesagt, ich habe es ja unten verlinkt, kannst ja jeder angucken. Nein. Das Gute daran. Wenn du sagst, ich bin für ein anderes Staatsbürgerschaftsrecht, dann bist du kein Fascho. Das ist doch absurd. Doch, ich hab's ja unten verlinkt, kann sich ja jeder angucken. War das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht bis 1999 faschistisch? Das ist immer so das Problem bei euch. Hey, Antwort auf meine Frage. War das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht bis 1999 faschistisch? Wo kommt die Frage jetzt her? Wir reden gerade über Frauenrechte. Ja, weil du gerade bei deutschen Staatsbürgern warst und meintest, deswegen sei jemand ein Fascho. Und Outdoor-Sachen unterstellt hast, die er so nicht gesagt hat. Ich habe nur gesagt, dass er sagte, dass man Deutsche abschieben soll. Also das hat er gesagt. Und da hast du auch nicht, gesagt, sollte man nicht, sondern du hast nur gesagt, ja, aber da gibt es so ein Problem mit Slippery Slope, weil wo macht man da jetzt die Grenze und so. Achso, Outlaw meint, er war schon immer für Gleichberechtigung von Frauen und ja, natürlich, klar. Gendern. Also, ja, klar. Also die eine, die da in ihrem Podcast teilnimmt. Ja, natürlich. Also die zu misgendern ist okay. Ihn zu misgendern? Panda, also die eine, die da beim Podcast... Habe ich jemals irgendwas über Panda gesagt? Ich weiß gar nicht, wer die sind. Die sind irgendwelche anonymen Figürchen. Ja, die du als Faschos beleidigt hast. Nur den Typen, der gesagt hat, dass man Deutsch abschieben sollte. Und wie gesagt, du hast ja auch gesagt, so feministische Proteste sind überflüssig. Ja, Frauen sind gleichberechtigt. Ja. Gleichberechtigt ist schon ein bisschen was anderes als gleichgestellt, das ist schon klar, ne? Ja, aber nicht jede statistisch messbare Ungleichheit ist gleich eine Ungerechtigkeit. Das ist eine Gleichsetzung, die viele Walker auch fehlerhafterweise machen. Ah, du meinst jetzt den Gender Pay Gap oder was? Beispielsweise. Ja, nee, also ja, das ist auch ein Punkt, aber es geht auch hauptsächlich um andere Sachen, ne? Es geht auch hauptsächlich darum, dass es halt immer noch ein Patriarchat gibt und
Frauen bestimmte Rollenerwartungen an sie herangetragen werden, wie du ja jetzt eben auch nochmal reproduziert hast. Ne? So, die müssen irgendwie Eierstöcke haben. Das ist eine biologische Definition. Und, das ist das Kinder gebären und so. Und, ne? Also, das ist halt irgendwie. Das ist eine biologische Definition. Noch keine Gleichstellung keine gibt, sondern nur auf dem Papier eine Gleichberechtigung. Und da gibt es dann eben natürlich eine Berechtigung dafür, feministische Proteste zu machen. Also, wenn du dann dagegen bist, dann ist das halt, hat's mit Links halt nichts zu tun. Na gut, wenn du willst zu Cancel Culture auf Twitch offensichtlich nicht sagen, wo ich dir gerade Fälle zu präsentiert hatte. Och, ich kann da was zu was, ich weiß nur nichts, ich sag nur nichts zu jemandem, der hier gebannt worden ist. Ich halte mich halt das ist doch Cancel Culture. Punkt. Findest du es gut, dass ein kapitalistischer Großkonzern? Ja, aber warum bist du, also wenn du so hart gegen Cancel Culture bist, warum bist du dann so hart dafür zu canceln? Wen will ich denn canceln? Naja, also zum Beispiel, dass Alerta gebannt worden ist, findest du gut. Nein, find ich nicht gut. Du bist dafür, dass der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk, also du sagst, den kann man nicht reformieren, weil das so schwierig ist und deswegen möchtest du den komplett abschaffen. Also das cancelt halt Tausende von Menschen, die da arbeiten. Tausende werden da gecancelt. Also, ist ich habe verlinkt. Auf meinem Kanal. Kann man sich angucken? Ja, ich weiß genau, was ich gesagt habe im Gegensatz zu dir. Wie gesagt, du unterstellst mir hier Dinge, die ich nie gesagt habe. Also, ich habe auf meinem Kanal. Kannst du auch abspielen, Videos. Wenn du möchtest. Soll ich es abspielen? Du brauchst nichts abspielen. Ich weiß genau, worauf sich das bezieht. Ja, okay. Du brauchst gar nicht so dumm zu lachen. Also, im ersten Video, da habe ich zusammen mit Holger Kreimeier von Massengeschmack TV besprochen, wie der ÖRR reformiert werden sollte. Und da habe ich ganz konkret. Nein, das ist nicht aus dem Video. Nein, das ist auch aus dem Video, wo du mit den drei Anime-Figürchen geredet hast. Vielleicht habe ich ein paar mehr Videos gemacht, wo ich mehr Sachen zugesagt habe. Und auch Talk mit Real Talk ist das, habe ich gesagt, wie ein öffentlicher Rundfunk meiner idealen Welt aussehen würde. Na, auf jeden Fall, ich habe ein Video, kann sich jeder auf meinem Erstkanal angucken, mit Holger Kreimeier gemacht, wo ich beschrieben habe, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Idealfall aussehen würde, wenn ich quasi entscheiden könnte, wie er reformiert werden sollte. Und dann habe ich ein zweites Video gemacht mit Marlon Borchers, das war ein Talk, habe ich auch bei Real Talk ist das, da habe ich beide Konzepte sogar zusammen genannt. Du hast jetzt nur das eine vorgetragen, um mich bestmöglich diskreditieren zu können, aber zum Glück erinnere ich mich noch, was ich gesagt habe, wo ich eben gesagt habe, wie sich das Bündnis Sarah Wagenknecht strategisch in Landesparlamenten verhalten sollte, wenn es gewisse Mehrheitsverhältnisse gibt. Wie sollte sich mein strategisches Lager in bestimmten Situationen, mein eigenes politisches Lager in bestimmten Situationen strategisch verhalten? Und was wünsche ich mir in einer idealen Welt, die ich selbst gestalten kann? Das sind zwei verschiedene Fragen, die du hier zusammenmengst, um mir etwas zu unterstellen, was ich in dieser Absolute. Ja, dann sag doch, also du möchtest, dass die strategisch eine Minderheitenregierung der AfD tolerieren. Es kommt auf die Mehrheitsverhältnisse an, was das BSW strategisch macht. Ja, wenn das die Mehrheitsverhältnisse sind, dann bist du dafür, oder? Ja, dann bin ich dafür, dass das BSW mit allen verhandelt. Das habe ich gesagt. Nein, du hast gesagt, dann sollen sie eine Minderheitenregierung der AfD tolerieren im Osten. Wenn also AfD auch eine Björn Höcke AfD. Wenn die Koalition anzubieten hat als die anderen Parteien, dann ja, definitiv. Nein, du hast gesagt, die Aufgabe des BSW ist, die anderen Parteien zu zerstören. Die dürfen nicht mit SPD denen koalieren. Das hast du gesagt. SPD und Grüne. Ja, koalieren mit der AfD soll es doch auch nicht koalieren. Du weißt schon, was eine Minderheitenregierung ist. Aber du hast doch gerade irgendwas erzählt von wegen, die müssen mit den anderen Parteien verhandeln, aber du hast ja gesagt, die sollen die zerstören. Also, du weißt schon, was eine Minderheitsregierung und was eine Koalitionsregierung ist. Übrigens auch eine ziemliche Cancel-Rhetorik ist, ne? Aber gut. Nein, man soll Wähler von SPD und Grünen davon. Wie ist das eigentlich? Also du hast ja auch gesagt, so man soll Finanzmittel streichen für linke Flüchtlinge. Also die sollen auch gecancelt werden. Also du willst alles canceln. Du bist der Cancel-Gott von fucking YouTube. Bin ich nicht. Jetzt lass mich doch erstmal, du nennst zwei Vorwürfe, bevor ich mich zum ersten äußern kann. Ja, weil du die ganze Zeit lügst, ist mir allzu langweilig. Unten alles verlinkt, könnt ihr euch angucken, da unten mit Timestamp. Nathan, entweder du lässt mich jetzt zu Sachen äußern oder wir lassen es. Wenn du nicht diskutieren willst, dann geh auf deinen Kanal. Ja, mach. Ich erreiche auch ohne dich genug Leute. So, erstens. Ja. Wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht in Landtage einzieht und dort selbst eine Landesregierung anführen kann, dann soll es meiner Meinung nach mit keiner Seite koalieren. Weder mit der AfD noch mit den anderen Parteien. Das habe ich auch so gesagt. Sondern es soll mit beiden Seiten verhandeln und versuchen, die meisten von seinen eigenen Forderungen durchzusetzen.
Nein, und, hast du nicht gesagt? Was, doch, das habe ich gesagt. Und was SPD und Grüne Video angeht, ich halte SPD und Grüne für keine linken Parteien. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele Wähler von SPD und Grünen sich eine linke Politik wünschen würden. Und es deswegen wichtig ist, diese Wähler zu überzeugen und diese Parteien damit zu zerstören. Und dass das eine gute Strategie ist. Also zerstören nicht, indem man sie jetzt durch physische Gewalt oder so, was du mir da unterstellen willst, sondern einfach zerstören dadurch, dass man die Wähler dieser Parteien davon überzeugt, künftig BSW zu wählen. Und dass das eine gute Strategie ist, das zeigen ja aktuelle Umfragen. In Sachsen-Anhalt beispielsweise steht das BSW laut einer Umfrage bei 23%. FDP, SPD, Grüne und Linkspartei würden nicht mehr ins Parlament kommen. Also das sind ja gute Mehrheitsverhältnisse, wo das BSW viel umsetzen könnte. Und da müsste es auch gar nicht mehr mit SPD, Grünen oder Linken verhandeln, weil die nicht mehr im Parlament wählen. Das ist doch nicht das, was du gesagt hast. Da könnte man noch mit CDU oder AfD verhandeln. Da muss man halt CDU und AfD versuchen, gegeneinander auszuspielen, wenn das möglich ist. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das möglich ist. Okay, wenn die Mehrheitsverhältnisse jetzt so sind, dass... lieber mit der CDU wird koalieren wollen. Also du würdest eher wollen, dass man mit CDU koaliert, als mit Grüne und SPD, oder wie? Nicht koaliert, also hörst du mir nicht zu. Wie soll denn BSW jetzt da irgendwie in eine Gestaltungsmacht kommen? Was verstehst du an Minderheitsregierung nicht? Ja, okay, also du hast, also wenn jetzt die AfD sozusagen in der Lage wäre, eine Minderheitsregierung zu machen, dann sollte BSW das tolerieren, oder wie? Also tolerieren für die Leute, die nicht wissen, heißt, dass sie sozusagen nicht in der Koalition sind, die machen keine, aber die tragen sozusagen die Entscheidungen der Partei mit. Nicht die Entscheidung. Sie wählen die Partei und versuchen, so viel von ihrem eigenen Programm durchzudrücken, wie es nur geht. Beispielsweise eine Aussetzung der Schuldenbremse, um größere öffentliche Infrastrukturprogramme auf den Weg zu bringen und endlich in unser marodes Bildungssystem zu investieren. Da sollte die BSW dann, wenn das die Mehrheitsverhältnisse sind, dann die AfD tolerieren, oder wie? Selbstverständlich, aber es sollte eben auch eine Koalition von anderen Parteien tolerieren. Und wie gesagt, du willst mir erzählen, dass du ein Linker bist, oder was? Es sollte sich strategisch klug verhalten. Das ist daran eine falsche Aussage. Naja, also die AfD ist halt eine faschistische Partei. Und wenn du möchtest, dass die in Regierungsverantwortung gebracht werden und Gestaltungsmacht, gerade im Osten, die Höcke AfD und so weiter, der halt einfach nur ein fucking Faschist ist, auch wenn du den irgendwie ganz sympathisch findest. Finde ich nicht. Und noch hast du selber gesagt. Vergleich mit den Neoliberalen. Du unterstellst mir schon etwas, was ich in dieser Form nicht gesagt habe. Jeder kann sich mein Gespräch mit Realtalk ist das ansehen. So, jetzt nochmal zum angeblichen Faschismus der AfD. Auch das ist vollkommener Schwachsinn. Es gibt gar nicht die Gefahr eines in Deutschland heraufziehenden Faschismus. Auch nicht durch die AfD. Für den Faschismus fehlt in Deutschland schlicht und ergreifend die Klassenbasis. Die Klassenbasis des Faschismus in der Weimarer Republik war das Kleinbürgertum. Jedenfalls es zu Macht kommenden Faschismus. Es gibt gar keinen Faschismus mehr in Deutschland, oder wie? Zumindest keinen, der irgendwie die Chance hätte, die Macht hier zu ergreifen. Was sind denn Faschisten für dich in Deutschland? Gibt es welche irgendwo? Wer sind denn die? Es ist schwierig, so klassische Faschisten, so wir wollen eine Führerdiktatur und wir wollen jetzt jemanden, der uns gegen das Großkapital von außen schützt, aber auch vor andere Elemente aus unserer Gesellschaft ausscheidet und wir wollen einen großen Eroberungskrieg, um unser großdeutsches Reich zu haben. Sehe ich ehrlich gesagt in relevanter Zahl in Deutschland nicht. Gibt es keine. Okay. Gut. Ja. Kann man das auch. Ich kann da übrigens ein gutes Video von Warum Fabian bist du denn eigentlich, du bist ja so für freien Diskurs, ne? Und du bist ja so gegen Canceln und so. Warum bist denn du dann dafür, dass man linken Thinktanks die Finanzmittel streicht und die spenden und Gesetze erlässt, damit keine ausländischen Spenden mehr an linke Thinktanks geleistet werden können? Du meinst die Amadeo-Antonio-Stiftung. Du bist doch so gegen Canceln eigentlich, oder? Du meinst doch die Amadeo-Antonio-Stiftung mit linken Thinktanks. Gehe ich da richtig? Nö, du hast das sehr allgemein formuliert. Du hast gesagt, mehrere linke Thinktanks. Nein, ich habe nicht gesagt linke Thinktanks. Ich habe gesagt woke Thinktanks, transatlantische Thinktanks, die von unserer Regierung aktuell finanziert werden. Wie das Zentrum Liberale Moderne, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, wie die DGAP. Also dann warum willst du die canceln? Ich will die nicht canceln. Ich will ja nur, doch, dass wenn der Staat du denen die Finanzmittel alle streichst, dann sind die ja gecancelt. Dann können die ja nichts mehr machen. Ich will nur, dass der Staat nicht mehr in den öffentlichen Diskurs eingreift. Du hast aber auch von Spenden geredet. Meinungen, die sollen noch keine Spenden mehr bekommen dürfen. Ja, aus dem Ausland. Also große ausländische Milliardäre sollen doch nicht in Deutschland bestimmen, was für ein Diskurs hier gefahren wird. Oder bist du dafür, dass große Kapitalisten aus dem Ausland bestimmen, welche Meinungen hier in Deutschland verbreitet werden? Oder also welche dann bist du auch dafür, dass das unterbunden wird, dass Russland hier zum Beispiel die AfD mitfinanziert und so. Wenn das geschieht, dann definitiv. Das ist ja, glaube ich, schon verboten. Spenden aus dem EU-Ausland sind sehr stark beschränkt.
Also an Parteien ist das schon verboten. Also das könnte man auch auf andere Thinktanks ausweiten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, also da willst du ja anscheinend auch canceln, ne? Weil ohne Spenden Nein, ich will und nicht ohne canceln. Ich will, dass ausländische Milliardäre ohne finanzielle Unterstützung nicht bestimmen können, die halt was nicht hier in mehr Deutschland gesagt arbeiten. Wird und was nicht. Also ich und bin den auch dagegen, dass öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchtest du auch verbieten. Also das ist Nein, schon will ich ziemlich nicht. Hart du unterstellst mir muss Quatsch. Ich sagen. Also ich habe doch gerade gesagt, was ich gesagt habe. Also okay, ich will jetzt noch mal kurz wiedergeben, was du gesagt hast. Das können die Leute ja dann nachgucken. Du hast gesagt, du würdest den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne reformieren. Das Reformieren ist aber unrealistisch. Und wesentlich realistischer und durchsetzbarer ist ein Verbot, also eine Abschaffung des öffentlichen Rechtlichen. Und deswegen würdest du eher dafür optieren, den kein Öffentlich-Rechtlichen Verbot. zu verbieten, beziehungsweise abzuschaffen. So, Nein, das ist ja verbieten. Komplettes Canceln von unendlich vielen Journalisten, von Redakteuren, von Nachrichtenplattformen, von allen möglichen, von komplett von Funk, vom Radio, von allen. Also das cancelt ja sozusagen mindestens die Hälfte unserer gesamten Medienlandschaft weg, was du da gefordert hast. Also du bist ja der größte Canceler, der hier rumläuft auf Twitch. Also warum bist du nur dann gegen Cancel Culture? Also das cancelt nichts, sondern es sorgt nur dafür, dass der Staat nicht mehr den öffentlichen Diskurs verzerren kann. In den Rundfunkräten, da sitzen Gewerkschaften, Parteien, Unternehmerverbände, Religionsverbände und die sind alle ziemlich stark auf Mainstream-Kurs. Also wir sehen ja, wie einseitig die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen über diese Wokeness ist. Wir sehen ja, wie der Jugendformate, also nennen wir mal ein Funkformat, was offensiv gegen Wokeness ist. Was wirklich sagt, wir wollen die konservativen Familienwerte zurückhaben, wir sind gegen das Selbstbestimmungsgesetz und quasi, wir sind so ähnlich wie das AfD-Parteiprogramm. Gibt es so ein Funkformat? Nö, natürlich nicht. Das ist ja auch Blödsinn. Also, warum soll es ein transfeindliches, frauenfeindliches Funkformat geben? Deine moralisierenden Pauschalisierungen. Wir sind ja schon einen Schritt weiter in der Gesellschaft als du. Du bist irgendwo in den 50er Jahren hängen geblieben oder noch weiter davor, wenn man sich so ein paar Aussagen von dir anguckt. Also, da sind wir ja ein bisschen weiter und das machen wir nicht. Wir haben verstanden, was Diskriminierung ist, das tun wir dann nicht mehr. Und in den Rundfunkräten sitzen halt schon ziemlich konservative Menschen auch und deswegen wird auch ziemlich konservatives Programm gemacht. Deswegen gibt es halt so Ausnahmeerscheinungen wie zum Beispiel Funk, was ja nur 0, irgendwas Prozent des Gesamtbudgets ausmacht, oder ein ZDF-Magazin oder die Sendung Monitor und das war's dann auch. Und der Rest ist eigentlich ziemlich bürgerlich und konservativ. Also von daher, dass du dich wunderst, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk Mainstream ist, zeigt halt auch, dass du irgendwie nicht so wirklich viel Glück beim Denken hast, weil natürlich ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk Mainstream, weil er soll ja den Mainstream abbilden. Er soll ja sozusagen die Bevölkerung und die Mehrheiten in diesem Land abbilden. Und das ist ja auch das, was du immer wieder forderst. Und dann sagst du, ja, die Mehrheit ist gegen Migration und gäbe es Volksabstimmungen, dann würde gegen Migration gestimmt werden und die Mehrheiten werden ignoriert. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bist du dann auf einmal, sagst du dann, was, ein Mainstream möchte, dass dieses und jenes Programm stattfindet? Ja, das darf aber nicht passieren. Wir müssen sozusagen die Ränder bedienen. Das geht ja gar nicht, ne? Also, was denn jetzt? Wie viele AfD-Politiker sitzen in den Rundfunkräten? Na, glücklicherweise gar keine, weil es fucking Faschisten sind. Das ist eine Partei, die ein Viertel bis ein Fünftel der deutschen Wähler vertritt. Das ändert ja nichts daran, dass es Faschisten sind. Du meinst, die AfD sollte weniger im Rundfunkrat vertreten sein, als sie Stimmanteil im Bundestag hat, beispielsweise? Die AfD soll nirgendwo vertreten sein, auch nicht im Bundestag. Das sind Faschisten. Das ist Cancel Culture. Ich bin halt ein Linker, also du redest ja gerade mit dem Linken. Das ist das Ding so. Natürlich will ich nicht, dass Faschisten irgendwo stattfinden. Du schon. Also erstmal, ich würde deswegen bist du ja auch ein Rechtspopulist. Dass die AfD faschistisch ist, das ist eine Diffamierung deinerseits. Ja, ich bin ein Rechtspopulist, weil ich andere Leute nicht als Faschisten verleumde, die schlicht und ergreifend keine sind und eine materialistische, vernünftige Analyse gibt ja gar keine, habe. Ne? Gibt und nicht den Faschismus dabei fantasiere, wo keiner ist. Ja, ja, genau. Wir müssen erst mal Polen in Brand stecken, also bevor es wieder Faschismus in Deutschland gibt. Naja, jetzt hör auf, die ganze Zeit zu unterbrechen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es offensichtlich eine Missrepräsentation, wie du ja gerade selber zugegeben hast. Du hast ja selber gesagt, ich habe gar nicht nachgeguckt. Soll ich mal nachgucken, ob da AfD-Politiker sind da gar nicht, also hast du auch gerade selber zugegeben. Es gibt auch keine. Ich gehe davon aus, ich hoffe es. Also, sprich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist politisch sehr stark einseitig. Und so ein politischer, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der bei vielen Themen gegen uns Linke schießt, der uns Linke, jetzt nicht euch Woke, die ihr werdet da geliebt. Aber so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der einen... Wo werden wir denn geliebt? Wann gab es denn mal eine Markus-Lanz-Sendung zum Thema Transrechte zum Beispiel? Gar nicht, ja. Wo gab es eine Markus-Lanz-Sendung, wo das Selbstbestimmungsgesetz kritisch behandelt wurde? Ja, das Thema findet nicht statt.
im großen Öffentlich-Rechtlichen. Ja, so von wegen, das wird geliebt, das ist ja Blödsinn. Da geht es, da werden die Themen von bürgerlichen, älteren Menschen bedient, hauptsächlich. Das ist ja Quatsch, die Woken werden ja, da geliebt. Das Programm für Woke, was du Woke nennst, ne, und dann regst du dich auf, dass man dich Sif nennt, ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? So, das Programm, was du Woke nennst, das ist das, was das findet auf Funk statt und das macht so irgendwie 4-5% von Funk aus. Das ist eine Nische in der Nische. Das ist nichts mit Mainstream oder das findet auch nirgendwo auf großer Ebene statt. Also guck dir doch mal das scheiß Fernsehen- und Radioprogramm an. Da gibt es, also da findet das nicht statt. Also, in den Öffentlich-Rechtlichen, da werden Woke-Inhalte vielleicht nicht so übermäßig überrepräsentiert, wie das bei Funk der Fall ist. Und Funk beschäftigt sich, das ist mittlerweile sehr gut. 5% ist für dich eine Überrepräsentierung, oder was? Hauptsächlich mit irgendwelchen Woken-Opfergruppen und lässt ländliche Regionen beispielsweise völlig außen vor. Und wenn es um Ostdeutschland geht, dann geht es da bevorzugt um irgendwelche Konservativen oder darum, irgendwelche politischen Vorurteile eines urbanen, linksliberalen Milieus zu bedienen. Aus dem Funk übrigens den Großteil seiner Reporter rekrutiert. In den anderen öffentlich-rechtlichen Sendungen, da kommt der Wokismus vielleicht nicht groß vor, aber er wird auch nicht groß kritisiert. Diese wohlwollende, ja, seltenere diese nicht so starke Überrepräsentation, wie sie in Funk stattfindet, der heißt ja nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen den Wokismus ablehnen würden, dass die Öffentlich-Rechtlichen den Wokismus ablehnen würden, ganz im Gegenteil. Also beispielsweise als die Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer, als von Beatrix von Storch. Warum sollte man Tessa Ganserer ablehnen? Ja, als lass mich sie ist einfach eine Frau, lass sie doch in Ruhe. Als Tessa Ganserer von Lass sie einfach in Ruhe, sie ist eine Frau, lass sie einfach in Ruhe. Hör auf, ihr irgendwie ihre Rechte abzusprechen. Das stimmt nicht mit dir. Warum bist du denn so wütend? Bin ich wütend? Also, ich finde das nur ziemlich ekelhaft, wenn man sowas macht. Unterbrich mich doch nicht. Als Tessa Ganserer von Beatrix von Storch mit ihrem in ihrem Personalausweis stehenden Namen angesprochen wurde, haben alle Medien darüber berichtet. Ja, das ist Deadnaming, transfeindlich. Nein, das ist kein Deadnaming, der Name steht in ihrem Personalausweis. Ob man sie jetzt Tessa oder Markus Ganserer nimmt, ist eine Frage von Höflichkeit. Kann man es nennen. Aber nein, das hat mit Höflichkeit nichts zu tun. Wenn ich dich jetzt einfach irgendwie, ich nenne dich jetzt einfach, weiß ich nicht, Carla Kolumbus. Du nennst mich Rechtspopulist beispielsweise. Aber ich kann ja auch einfach sagen, du hörst dich an wie eine Frau, du hast weibliche Gesichtszüge, deine Stimme ist so hoch wie irgendwie von irgendeiner Frau. Ich nenne dich jetzt einfach Friederike. So. Ja, wieso sollte man das machen? Nicht weniger schlimm, als als Rechtspopulist verleumdet zu werden oder in die Nähe von Faschos. Aber lass doch einfach Tessa Ganserer in Ruhe, sie ist eine Frau und dann nennst du sie auch bei ihrem fucking Namen. Dann nennst du sie auch einfach bei ihrem Namen. Sie ist deine Frau und dann nennst du sie Tessa. Was stimmt denn nicht mit dir? Wo ist denn dein scheiß Problem? Was soll denn diese quasi religiöse Begeisterung dafür, dass man unbedingt das sagt, was der Mensch sagt? Quasi religiös. Ich will nur, dass Leute so genannt werden, wie sie heißen. Und die im korrekten Namen angesprochen werden. Steht ja Markus und nicht Tessa. Also, das ist klar. Hey. Das steht im Personalausweis. Das ist die, das ist der amtliche Name. Okay. Was war mein Gespräch mit Neidern? Haben wir noch irgendwelche Vorwürfe nicht abgeräumt? Das ist aber schade. Habe ich jetzt Schlimmes gemacht? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Was habe ich Schlimmes gesagt? Ich habe sie doch sogar Tessa Ganserer genannt. Ich sage doch sogar sie. So, diese Wokisten, die wollen meiner Meinung nach, dass man ihnen, so, wenn man ihnen den kleinen Finger reicht, dann wollen sie einem den Arm abreißen. Und wenn man den dann wegzieht, dann sind sie wütend und drehen sich um. Und ihr habt das heute Abend gesehen. Diesen Leuten ist meiner Meinung nach keine vernünftige Diskussion möglich. Das ist meine tiefste Überzeugung und falls es heute etwas emotionaler gewesen sein sollte, dann tut mir das leid. Aber dieses absichtliche Nicht-Verstehen-Wollen, diese aggressive Art, die hat mich wirklich etwas aufgeregt. Naja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Talk, trotz dessen er etwas hitziger wurde und Neidern leider nicht an einer konstruktiven Diskussion über Cancel Culture und freien Diskurs interessiert war, dass er euch, obwohl gefallen hat, euch wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, eine konstruktive Diskussion ist halt nicht möglich. Ich rede nicht über KuchenTV. Das ist zwar gerade das wichtigste Beispiel für Cancel Culture auf Twitch, aber ich rede darüber nicht. Also was soll man dazu sagen? Na, in diesem Sinne, tschüss YouTube. Ich hoffe, euch gefällt der Talk hier.